Hallihallo, ich wollte heute einfach mal über meine Erfahrung mit der Steamboat Stinger 2 Tactical sprechen. Und zwar ging es los, ich hole mal ganz weit aus, es ging los mit dem Aufbau, der also machbar ist, auch als absoluter Anfänger, der ich ja bin oder war. Und dann habe ich halt die Stinger zusammengebaut und gemacht und getan und habe auch extra im Internet geguckt, was ich nicht machen sollte. Also zum Beispiel ein Leerschuss steht ja auch drauf, hier auf dem Aufkleber. Hier steht extra drauf, do not dry fire. Und genau, allerdings wurde im Internet bei einem Video erklärt, also wie man es so zusammenbaut und so. Und auch mit dieser Aufspannhilfe, die gemacht wird, die also vorgespannt wird. Und dann hat er halt einen Leerschuss getätigt und hat gesagt, ja, hier, und dann macht er einfach Klick. Und dann dachte ich halt aufgrund dieser Aufspannhilfe, okay, dann wird das in Ordnung sein. Hab einen Leerschuss getätigt, was soll ich hier sagen? Diese Kappen hier, also diese Kappen, die hier dran sind, da ist gleich eine gerissen. Und standardmäßig kommt mit der Steamboat wirklich nur ein paar Kappen mit. Und da die halt gerissen ist, konnte ich erstmal nicht weiterbauen. Beziehungsweise war das Ding erstmal erledigt. Also rein ins Internet, neue Kappen bestellt, für gutes Geld. Ja, also ich habe sie direkt bei Steamboat bestellt, wo auf jeden Fall 13 Euro Versandkosten angefallen sind. Also, mein erster Tipp, bestellt euch auf jeden Fall Ersatzkappen mit. Auf jeden Fall. Also ich habe ja so viele Kappen zu Hause, die reichen erstmal. Die Ersatzkappen mit, damit, falls ihr wirklich einen Fehler macht oder irgendwas ausreißt, ihr nicht ewig warten müsst und neue Kappen bestellen müsst. Von daher immer Kappen mitbestellen, mein Tipp. Genau, dann habe ich so weiter zusammengebaut, hat auch alles super funktioniert. Ich hatte auch am Anfang Angst. Also ich dachte halt, man sollte, also weil ja die Sehne hier eingespannt wird, also hier eigentlich in dieses Teil hier eingehakt wird, dann dachte ich halt, oh Mann, wie entspanne ich denn das Teil ohne Leerschuss zu tätigen? Und dachte halt, oh, das ist hier übrigens ein 55-Pfund-Bogen. Und dachte, oh, wer weiß, wenn ich die jetzt raushebe, nicht, dass es so eine starken Kräfte sind, aber Schwachsinn. Einfach rausheben, ein bisschen gegendrücken, rausheben, gar kein Problem. Genau, so entspannt man das Teil oder halt auch anders über den Schaft hier geht das natürlich auch. Genau, so das war also so erstmal mein Thema zum Zusammenbau. Der Zusammenbau hat eigentlich sonst ganz gut funktioniert. Ich habe mir dann später nochmal diesen taktischen Holster geholt. Zack. Genau. Der war auch ein bisschen tricky anzubauen, muss ich ganz ehrlich sagen. Zumindest für mich. Also das Bohren und so hat alles ganz gut geklappt. Aber es war halt eine ganz schöne Friemelarbeit, das hier anzubringen mit den Muttern, die drin verbaut sind und dann festhalten und dann rutschen die Muttern von A nach B und so. Also ist alles machbar. Hat halt ein bisschen gedauert, aber ist machbar auf jemanden, der nicht handwerklich begabt ist. Wie ich zum Beispiel. So, genau. Zu den Holstern, zu den Speedloadern, also ist eine tolle Idee, finde ich. Allerdings muss ich sagen, dass man die ja hier einsetzt und dann rauszieht. Also man muss schon sehr große Kraft aufwenden, um die wirklich rauszuziehen, was meiner Meinung nach für die Federn, die sogenannten Federn, hier dann nicht so vorteilhaft ist, wenn man es öfter macht. Aber wenn man die Dinger nur einmal verschießt, also im Notfall oder so, sage ich mal, dann ist es natürlich eh egal. Von daher, genau. Das war dazu. Hier merkt man halt auch, also bei denen geht es, bei den Übungsfallen oder bei den anderen Fallen sieht man, dass die so ein bisschen nach unten fallen. Bei diesem Speedloader, der hält die halt nicht so gut. Die jetzt schon. Und der hier ist halt ein bisschen kräftiger, ne? Also der ist halt fester vom Plastik her, vom Kunststoff. Der ist halt wirklich fester. Und hier sind die auch straight drinne, ja? Während hier zum Beispiel bei meinen
diesen Pfeilen, die ich hier habe. Das sind keine Original von Steambow, das sind nachgekaufte, die allerdings meiner Meinung nach auch sehr gut sind. Also ich kann da auch nichts bemängeln. Das Gute ist auch die Federn hier, die sind beweglich. Also es sind keine steifen Federn wie zum Beispiel bei diesen Pfeilen. Das hier sind Hartplastikfedern. Und dazu komme ich gleich nochmal. Die sind halt beweglich. Und deshalb, ja, und bei diesen Dingern, wie gesagt, da hängen die manchmal runter, so, ja. Und das ist dann halt, also nur eine Optiksache, aber sieht halt irgendwie nicht so cool aus, aber beeinträchtigt die Sache an sich nicht. Genau. So, das wäre das hierzu. Dann habe ich noch, lass mal aus, den Dant hier, den ich noch mal, zack. Genau, da komme ich erstmal zu den Übungspfeilen. Haben wir die Original von Steambow. Ja. Die wurden auch ordentlich beschossen. Ihr könnt auch sehen, die ein oder andere Spitze ist schon abgefallen. Und dazu muss ich sagen, gleich beim ersten Schuss mit einem dieser Übungspfeile ist die Spitze abgegangen. Das ist mir ehrlich gesagt bei diesen Billigpfeilen noch nie passiert. Trotzdem sind diese Übungspfeile richtig cool. Also die halten lange durch, bis auf einige scheinbar. Auch die Federn sind schon ganz schön eingerissen und abgerissen. Also gut, ich würde die jetzt wahrscheinlich nicht mehr so verfeuern. Aber ansonsten sind die eigentlich ganz cool, kann ich auch empfehlen. Zu diesen Billigpfeilen kann ich sagen, also mein Kumpel hat auch so eine Pfeile und hat gesagt, totaler Schrott. Ja, ich habe sie trotzdem bestellt und muss sagen, also ich kann da wirklich nicht meckern. Ich schieße auf eine diese Pfeilfangmatte von Steambow, die momentan auch schon ziemlich zerrupft ist. Muss aber sagen, dass diese Pfeile, also wie gesagt, die Pfeilspitzen sind noch nie abgegangen bei mir. Die Dinger hier, die gehen dauernd ab. Also die Federn, die stecke ich dann einfach wieder hinten rein und gut ist und dann läuft es wieder. Aber es gibt bei diesen Pfeilen einen riesen Nachteil. Und darauf muss man echt unbedingt achten. Das ist mir nämlich auch schon wieder passiert. Oder schon wieder, das ist mir auch passiert, als ich die gekauft hatte. Und zwar, wenn man diese Pfeile hier reinsetzt, also hier ins Magazin einführt, dann, ich kann es mal zeigen. Ich nehme es mal raus. Zack. So. Und wenn ich diese Pfeile, ich zeige es gleich nochmal, hier einführe, dann sieht man hier, sind sie gerade drin. Gerade drin. Und jetzt, wenn man die Sehne spannt, dann spannt man die Sehne ja unter dem Pfeil durch, hier in diese Vertiefung. Und wenn der Pfeil jetzt aber zum Beispiel, dadurch, dass es ja Hartplastik ist, das heißt, bei diesen weichen Dingern, wenn die so drinnen liegen, dann werden sie durch das Magazin ja trotzdem runtergedrückt. Du kannst sie trotzdem abfeuern. Aber hier beim Hartplastik, wenn die so drinnen liegen, also so, jetzt sollte mal so sein und dann funktioniert es nicht. Ich zeig nochmal. Zack. Das mache ich mal runter. Genau. Jetzt liegt der Pfeil also in dieser einen Vertiefung hier drinne und nicht waagerecht, sondern senkrecht. Ja? Und somit passiert Folgendes, wenn ich die Sehne zurückziehe und in diese Vertiefung spanne, dann passiert eigentlich Folgendes, dann liegt der Pfeil also direkt hier auf dieser Rille auf. Und dann wird er halt von der Sehne nach vorne befördert. Dadurch, dass der jetzt aber nicht aufliegt, sondern senkrecht, also sich nicht waagerecht, die Federn nicht waagerecht, sondern die Federn senkrecht sind und Hartplastik ist, geht der Pfeil, also die geht diese Sehne unter dem Pfeil durch und es ist wie ein Leerschuss. Also der Pfeil bleibt drinnen und du gibst einen Leerschuss ab. Das ist halt das Problem, deshalb muss man bei diesen Pfeilen oder Bolzen immer darauf achten, dass sie wirklich gerade drin sind, auch nach dem Spannvorgang. Also das heißt, du spannst wieder, machst das Ding nach oben, da musst du immer noch mal, ich mach's halt immer so,
ich spanne hoch und dann mache ich nochmal so und schaue, ob der Pfeil auch waagerecht, also die Feder waagerecht ist. Erst dann kann ich abdrücken. Aber es sind halt Übungspfeile, ne? Und von daher muss man das da machen. Sonst kann es passieren, dass du einen Leerschuss abgibst und dann können die Kappen reißen. Ist mir auch passiert. Deshalb, ich habe schon, also mir ist eigentlich alles passiert, was einem nicht passieren sollte. Was gut ist natürlich, weil man lernt dadurch ja auch, was man nicht machen sollte. Genau. Die Bodkins funktionieren einwandfrei. Da habe ich also nichts zu bemängeln. Die habe ich auch schon ein paar Mal verschossen. Da fallen weder die Spitzen oben ab. Naja gut, bei den Vanes, bei den Federn hinten, muss man halt aufpassen. Klar, wenn die eindringen tief, dann werden die entweder abgerissen oder eingerissen oder krumm oder schief. Deshalb, meiner Meinung nach, sollte man das mit denen ja nicht machen. Oder etwas davor machen, wie zum Beispiel ein Stück Pappe habe ich vor der Pfeilfangmatte angebracht, damit die nicht so tief eindringen. Ja? Genau. So, jetzt komme ich mal zur Stinger 2 Tactical an sich. Ich finde, das ist ein richtig klasse Gerät. Ich mag das. Ich habe ungefähr 200 Bolzen, Pfeile, wie auch immer, damit verschossen. Und das Ding ist einwandfrei. Es gibt allerdings eine Sache, nachdem man einige Bolzen verschossen hat, muss man sich halt auch bewusst sein, es sind ja alles bewegliche Teile, ja? Du spannst das Ding hier und dass es hier anfängt zu wackeln und du merkst nach einer Weile, das wackelt ja alles, aber kein Problem. Ziehst dann einfach die Schrauben hier, also alle Schrauben ziehst du einfach mal nach und du wirst sehen, aha, die haben sich leicht gelockert und wenn du die nachgezogen hast, dann merkst du, alles ist wieder super fest, einwandfrei. Funktioniert auch alles wie gehabt. Was mir an der Stinger 2 nicht gefällt, und das war von Anfang an so, die Optik ist geil, also auch hier die Schulterstütze, total cool, aber also die wackelt wie ein Lämmerschwanz, das ist wirklich total, also schade eigentlich. Also auch hier, gut, sie rastet gut ein, aber ihr seht, also das ist wirklich das billigste Teil, meiner Meinung nach das billigste Teil von allen. Und klar kann man das auch austauschen gegen eine andere Schulterstütze, aber halt, das ist die mitgelieferte. Und da muss ich sagen, schade. Sieht gut aus, aber ist wirklich, wenn man sie sich genauer anschaut, dann sieht man auch, dass sie relativ billig ist. Und ja, also meiner Meinung nach müsste das nicht sein, da hätte ich einfach, ich persönlich, was Hochwertigeres genommen. Aber wenn es einen wirklich so sehr stört, dann kann man auch sich eine Ersatzschulterstütze irgendwie holen und die dann anbringen. Also irgendein anderes Modell, ne? Die Sehne ist nach 200 Schuss noch. Ja. Oh. Oh, lustig, dass ich es gerade sage. Ist ja geil. Also gut, ich wollte eigentlich gerade sagen, dass die Sehne nach 200 Schuss noch sehr cool ist. Allerdings sehe ich gerade, dass sie sich gerade abwickelt. Okay, die Sehne ist wohl nicht mehr so cool. Zum Glück habe ich noch zwei Ersatzsehnen. Ja, Mensch. Krass. Also hier seht ihr es. Gerade eben gesehen, ja. Das ist echt lustig. Zack. Okay. Das ist natürlich nicht so cool. Aber gut, was heißt nicht so cool? Es ist ja ein Verschleißgegenstand und wenn 200 Schüsse durchgejagt werden und die Sehne jetzt langsam Auflösungserscheinungen hat, na okay, damit muss man scheinbar rechnen. Und sich Ersatzsehnen dazu bestellen. Jo. Ansonsten, geiles Gerät. Ich habe hier noch einen Red Dot drauf gemacht. Das ist aber nicht von Steamboat. Das hatte ich bei Amazon mal gekauft. Funktioniert genauso einwandfrei. Was mir noch aufgefallen ist, keine Ahnung, als ich die Stinger 2 bekommen hatte und nur über diese Iron Sight, ist ja kein Eisen, also keine Ahnung, über diese eingebaute Visiereinrichtung geschossen habe, also hat sie komplett nach links gezogen. Also ja, deshalb dachte ich auch, okay, na dann muss auf jeden Fall ein Red Dot drauf. Genau, nachdem ich das dann auch eingeschossen habe, ja, schießt sie sehr zielgenau.
und ich kann da nichts weiter bemängeln. Also meiner Meinung nach ein geiles Gerät. Öfter mal, also fetten sowieso, klar, immer mal hier diese Schienen hier fetten. Ich benutze da ehrlich gesagt ein Bienenwachs. Ja, so ein Bienenwachszeug, damit fette ich eigentlich mal meine Wanderstiefel ein. Funktioniert auch einwandfrei. Ja. Genau. Ja, das wäre es eigentlich, was ich dazu zu sagen habe. Ich wollte einfach mal ein kurzes Review, ein kleines Feedback geben, wie ich das so sehe nach 200 Schuss. Ich kann sie nur, also meiner Meinung nach, ich kann sie weiterempfehlen. Ich finde das ein geiles Teil. Das ist auch kein Werbevideo irgendwas. Ich wurde weder gesponsert, noch bezahlt, noch sonst was. Das ist meine eigene Meinung. Alles selbst gekauft. Ja, so viel dazu, Leute. Also, dann bis zum nächsten Mal. Und ciao.